Willkommen. Der Schweizer Schriftsteller Matthias Tschokke stammt auch aus Ins. Auf dem Umschlag seines neuesten Romans prangt das Ankerbild Morris mit Huhn, das dem Buch auch seinen Namen gibt. Morris war der jüngste Sohn von Albert Anker. Das da hinten ist Morris' Zimmer. Das Buch wurde auf Französisch übersetzt und im Jahr 2009 in Paris mit einem Literaturpreis ausgezeichnet. Der Autor besucht das Elternhaus seines Titelhelden. Sie haben ja jetzt den Preis in Paris bekommen. Wie haben die Leute reagiert auf das Bild? Also ich habe das Gefühl, ich müsste am Anker aufs Grab eine Rose legen. Ich habe das Gefühl, dass das nach wie vor eine Attraktion ist in den Buchhandlungen. Weil das ist ja nicht unbedingt jetzt gerade Mode, die Art von Malerei. Und in Paris völlig fremd. Also das ist ja ganz etwas aus einer ganz anderen Welt. Und wenn das jetzt so steht, in einem, irgendwo Boulevard Saint-Germain oder so in der Buchhandlung steht, dann das Bild, wo einem der Bub anschaut, der merkwürdig mit dem Huhn. Ich habe das Gefühl, dass das heute noch unglaublich anzieht. Gerade in so einer grossen Stadt, wo das ist so ein Sehnsuchtsort, die Gedanken hat man kennt als Kind. Ohne, also ungern habe ich von dem gehört. Das ist immer so wahnsinnig verbunden gewesen mit Fleiss und mit hat man immer die Mädchen, und die können ja nicht einfach ruhig hocken, sondern die lesen man oder die ein Kind füttern oder die Aufgaben machen, und also die Kinder sind alle so gesund und alle so heil und brav und eben fleissig immer. Das ist immer so ein leichter Vorwurf gewesen. Also als Kind habe ich das gar nicht bis etwa 2004 oder so hat der Zug immer in Ins müssen halten, von Bern nach Paris und umgekehrt. Jeder Zug hat gehalten Zins. Und man konnte einsteigen Zins und direkt nach Paris oder direkt nach Bern fahren. Und das war natürlich immer wieder verblüffend gewesen. Also für jeden Pariser, warum, dass man jetzt in dieser, das ist ja absolut einfach nichts und ein Bahnhofsgebäude und es ist nichts. Und dort hat der Zug gehalten und hat man rausgeschaut und Ins gelesen und nachher gedacht, ja, es wird schon Sinn haben, und irgendwie ist er weitergefahren. Und das ist offenbar, weil eben der Anker mit seinen Kindern und mit seiner Familie immer mal wieder auf Paris gereist ist und einfach gesagt hat, das wäre schon schön, weil wir müssen ja auch immer auf Bern, wegen der Regierung eben, und dann auf Paris. Und darum ist der Bahnhof hat für mich eine legendäre Position im schweizerischen Fahrplan. Und das kann ich auch immer gut erklären, jedem Weltmann, wenn er übrigens wissen will, wo ich herkomme, dass ich eben, also zwischen Paris und Bern die Haltestelle Ins.